Guten Tag, Leute. Ich grüße euch alle, die mich kennen und auch die anderen. Wir machen heute mal wieder nach langer Zeit einen kleinen Durchgang. Mein Kameramann hat sich bereit erklärt, das nochmal zu machen, obwohl er heute natürlich auch wenig Zeit hat. So, wir fangen an hier. Kurz mal eben. Das sind zum Beispiel Petunien. Sieht man ja, die ich auch zum Teil selbst gezogen habe. Bin ich immer wieder erfreut drüber. Da kommen die kurzen Tachlilien zum Beispiel hier am Teich. Finde ich auch immer sehr schön, die da kommen. Und schon können wir weitergehen. So, ja, den Teich, den haben wir doch schon mal. Haben wir schon mal aufgenommen. Da kommen jetzt die Seerosen. Das ist auch schön. Kann man sehen, ne, Kameramann? So, hier nochmal Petunien. Auf der anderen Seite nochmal Petunien. Ja, die gefallen mir ganz besonders. Diese Farbe finde ich ja schick. Du nicht auch? Ja, ne? Guck, hier ist der Oleander. Steht jetzt in Blüte. Schön, schön, schön. Mm, wunderbar. Agapanthus hat die Blüten hier. Die werden nächste Tage wohl losgehen. Letztes Jahr hatten wir ja nicht viel mehr Blüten, aber naja. Jedes Jahr ist immer nicht dasselbe. Da habe ich noch eine Tomate, da muss ich mal einen Stab reinsetzen, damit die nicht bricht. So. Und schon können wir weitergehen. Nach unten. Ja, die Kirschen dieses Jahr, das ist saumäßig viel bei uns. Können wir vielleicht noch mal eben einmal zeigen. Saumäßig viel. Wo kann man es denn sehen? Hier. Man schafft das alle gar nicht zu. Hier, guck mal, Kameramann. Hier und hier und hier. Und da oben sitzt auch noch so viel. Man schafft es nicht. Ich habe schon an den Nachbarn was verteilt. Oh, hier ist eine schlechte. Naja, egal. Mach ihn her weg. Und schon gehen wir runter. Hier habe ich ein bisschen was hingesetzt. Mal sehen, ob da noch was kommt an den kleinen. Dieses Jahr habe ich allerdings viel Pech mit meinen Sonnenblumen. Die sind alle so gekräuselt, haben schwarze Flecken. Unten kann man das noch besser sehen, das zeige ich gleich. Vielleicht kann mir da jemand mal eine Antwort geben oder was man machen kann. Ich habe es schon mal versucht mit Spüli und drauf gesprüht, aber hat noch nicht die richtige Wirkung erbracht. Hier meine Weintrauben, aber naja, mal sehen, ob die Vögel wieder was überlassen. Hier, da ist zum Beispiel eine Traube, aber naja, ich glaube da nicht ganz dran, dass das bis zum Ende hält. So, und schon gehen wir runter. Hier habe ich jetzt meine Tomaten auf der rechten Seite. Dies Jahr habe ich mir so ein kleines Abdach gebaut, damit die von oben nicht nass werden. Und den Rest kann man ja sehen. Zum Beispiel, da habe ich noch Petunien, auch zum Teil selbst gezogen. In dem einen Kübel da hinten habe ich noch Tomaten und hier vorne Paprika. Mal sehen, ob das was wird. Hier sind noch diese schönen Tachlilien, kann man wohl sehen, ne? Gefallen mir auch sehr gut. Hier habe ich nochmal Tomaten drin und auch nochmal Petunien hier. Ja, guck, so geht's weiter. Dann habe ich hier mein kleines Hochbeet. Mein kleines Hochbeet hier. Sieht immer sehr schön aus. Kapuzinerkresse hier, diese schönen Blüten, ne? Kann man sehen, ne? Wunderbar. Achso, ich wollte ja nochmal auf die Sonnenblumen zurückkommen. Und zwar haben die so gekräuselte Blätter und schwarze Flecken. Vielleicht könnte mir jemand mal sagen, was ich da machen kann. Ob das mit Spüli hilft? Ich weiß nicht, der Kameramann hat es drauf, ne? Wunderbar. Für eine Antwort wäre ich natürlich dankbar. So, hier habe ich noch ein bisschen Salat gepflanzt. Hier sind meine Freilandgurken. Und so wie das aussieht, habe ich hier schon die erste kleine. Die ist schon gut. Oh, zwei. So. Und die wird gleich sauber gemacht und dann kriegt der Kameramann die zum Futtern heute Abend aufs Butterbrot. Leute, so. Ja, Himbeeren habe ich auch noch einiges oben stehen. Kleine Enkelin Miller kommt, müssen wir mal wieder dran lang gehen und futtern. Rotkohl wird, glaube ich, dieses Jahr nichts werden, weil das waren Blätter wie Elefantenohren, aber die Form bildet sich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Können die Hühner kriegen von meinem Bekannten, haben die auch was davon. So, dann geht's weiter. Hier habe ich noch erste Mal dieses Jahr Kohlrabi angebaut. Mal sehen, wie das wird. Da bin ich schon voller Erwartung. Dann habe ich da noch mal einmal Paprika stehen und da auch noch, also zweimal. Ja, das wär's. Hier habe ich Erdbeeren und diese schönen Tachlilien wieder herrlich. Guck, und hier habe ich eine ganze Reihe Erdbeeren gehabt. Schon einiges weggefuttert. Dann habe ich hier noch so eine schöne Blüte. Die kriegt man gar nicht drauf. Ich versuche mal, ob ich dem Kameramann die zeigen kann. Aber die ist so schön. Jetzt mal versuchen. Das ist Müll.
glaube ich. Aber das ist doch auch eine schöne Blüte, ne, Kameramann? Findest du die auch? Wunderbar, so. Und wieder. Siehst du, dass ich mal wieder wegkomme in meinen Garten. So, ja. Da ist mein anderes Hochbeet. Da habe ich auch noch mal einmal zwei Freilandgurken. Mal sehen, wie das wird. Aber hier kommen schon kleine. Und hier habe ich den Birnbaum. Also der hat ja dieses Jahr einen Schuss gekriegt. Den muss ich anwenden. Ich habe Angst, dass der mir beim Sturm umbricht. Was meinst du, Kameran? Müsste ich hier eigentlich festbinden? Schau. Dann Haken hingemacht ins Holz, muss ich nachher mal anbinden. Ne? Also beim Sturm, ich glaube, dann sagt der irgendwann Knack. Dann ist alles daneben. So, jetzt kommen wir noch zum Gewächshaus. Ja, da habe ich natürlich auch ein paar Gurken, aber ist auch nicht.